nicht ganz genau vor unserer Nase, aber hier in der Vossstraße rechts rein haben wir Rheinmetall. Dieser Name sagt euch sicher aus verschiedenen Ecken was, aber hier geht es um die Rüstung. Deutschlands größter Rüstungskonzern, die Rheinmetall AG, hat ihre Hauptstadtrepräsentanz in der Vossstraße 22. Rheinmetall ist je zur Hälfte ein Konzern für Automobilzulieferung und für die Rüstung. Rheinmetalls Rüstungssparte expandiert. 2012 stieg der Umsatz um 9% auf 2,3 Milliarden. Wichtiger noch, der Auftragseingang stieg in märchenhafte 60%, sodass der Auftragsbestand Rekordniveau erreichte. Die Produktpalette ist sehr umfangreich. Rheinmetall stellt Panzerkanonen und Munition her und rüstet 11.000 Infanteristen der Bundeswehr für den Stadt- und Häuserkampf aus. Sie erhalten von Rheinmetall Radpanzer Boxer und Schützenpanzer Puma sowie pro Soldat für 150.000 Euro pro Soldat eine Hightech-Ausrüstung für jeden Einzelnen. Boxer und Puma werden zusammen mit Kraus Maffei Wegmann hergestellt. Denen werden wir nachher auch noch begegnen. Rheinmetall steuert Kanonen und Feuerleitanlagen für die Leopard-Kampfpanzer her und will vom Export von zusammen 1000 Leopard-Panzern nach Saudi-Arabien und Katar profitieren. Dazu sollen hunderte Radpanzer-Boxer zur Niederschlagung von Demonstrationen für das absolutistisch regierte Saudi-Arabien kommen. Rheinmetall arbeitet jeweils mit Israel und EADS an der Entwicklung von Kampfdrohnen, über die wir heute noch viel hören werden. 70% der Rheinmetallrüstung wird schon heute exportiert.